So, und hier sind wir auch schon wieder. Und wie gewohnt, ab in den nächsten Ladescreen. Bin ich mal gespannt, was er jetzt noch für uns auf Lager hat. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Monitor ist... Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ich teste weiter und dazu brauchen wir jetzt erstmal einen Laser. Wir müssen das Ding da bewegen. Ah, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Jetzt mal hier hin. Können wir rüber. Und können noch mal ein Stück fahren. Und zwar bis hier hin. Das sieht doch schon besser aus. Oh, und wieder einer kaputt. Die sind übrigens teuer, nur mal so am Rande. Das ist eine solche Verschwendung. Viele Leute würden sich über einen solchen Monitor freuen. Du könntest dir an Obdachlose verschenken. Ich weiß doch nicht, was die damit anfangen sollen, aber du weißt ja, was ich meine. Naja, losschrauben kannst du sie auch nicht. Sie sind festgenietet. Würdest du jetzt endlich damit aufhören? Okay, immer noch nichts. Und weiter. Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Geschmolzen? Okay. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Es ist aber sehr beeindruckend.
Okay. Idiot. Kannst du tun. Boah, jetzt nicht lecken. Danke. Ich glaube, ich muss hier rein. Ist noch irgendwas? Dann. Oh, Ladebildschirm. Jo, mal gucken, was jetzt kommt. Du lebst! Toll. 15. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem, ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Okay. Ah, bing. Sehr gut. Weiter geht's. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Hey, was machst du da? Okay. Nee, das bringt nichts. Doch, das bringt was. Ich kann nämlich dann einfach hier machen. Dann stelle ich mich hier wieder drauf. Mache so. Mache so. Ich hätte es auch da drüben machen. Egal. So, machen wir hier den zweiten hin. Dann. Bam. Ich habe schließlich auch nicht unbegrenzt Ersatzmonitore hier rumliegen. Für den Fall, dass irgend so eine Durchgedrehte hier ankommt und alles kurz und klein schlägt. Es tut mir ja furchtbar leid, dass ich das nicht eingeplant habe. Also, wenn mir das jemand zum Vorwurf machen will, dann nur zu. Ich muss sagen, ich brauche Glibber. Ich sehe schon, welchen Krieg. Bist du da runtergefahren oder runtergelaufen? Sitz. Ah, wer? Dann kriege ich ja durchgehend Glibbern. Kann ich da draußen hin und her verschieben, wenn ich es haben möchte. So. Kann ich mich auch hier draufstellen? Also wieder ein Strahl. Einmal hier, einmal da. Jetzt gehen wir ein bisschen Glibber sammeln. Okay, da habe ich irgendwas übersehen noch. Muss ich jetzt nochmal alles von vorne machen? Nein. Gut. Ich habe auch gesagt, ich lege mal drüben ab. Jetzt gehe ich aber erstmal da hoch und gucken, was
ich ja übersehen habe. Muss ja noch irgendwas geben, wo ich landen kann oder nicht. Auf jeden Fall irgendwie rüber. Aber wie? Das ist die Frage. Jetzt bin ich schon mal hier. Hier habe ich nur eine Portalfläche. Ah, okay. Hier muss ich an den blauen Strahl muss ich irgendwie hier reinbekommen. Sogar noch hinbekommen. Na egal. Aber es ist halt ein bisschen umständlicher. Einfach nur lieben. Ja, man könnte sogar sagen, ihr werdet sie lieben bis in den Tod. Ihr werdet sie lieben, bis sie euch tötet. Alles Paletti? Ich weiß nicht, ob ihr darauf achtet, was ich euch hier so erzähle, aber... Ja, danke. Verstanden. Okay, und was die Überraschung sein wird, sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Ciao, ciao.